Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, seht ihr, habe ich die Base schon drauf. Das heißt, wir schminken so ein paar Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind die Augen. Das Spannendste. Und der Mund. Und zwar habe ich eine ganz neue Make-up-Marke entdeckt. Ich weiß nicht, wer sie schon kennt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und zwar nennen die sich WeMakeUp. Und das macht Spaß, Leute. Das macht echt mega Spaß. Hier steht's. Ich habe es schon ein bisschen benutzt, wie ihr seht. Unten WeMakeUp. Richtig cool. We, glaube ich, weil man einfach seine Palette komplett selber zusammenstellen kann. Wie geil ist das denn bitte? Ich konnte mir hier so ein, ja, es gibt große und kleine Paletten und da habe ich hier diese kleine ausgesucht. Die schimmert schon richtig cool holographisch und dann macht man die auf. Jetzt seht ihr natürlich alle Farben schon, weil ich die schon alle zusammengestellt habe. Und zwar kamen die alle einzeln in so Blisterverpackungen, sah richtig cool aus. Und die konnte man dann einfach hier reinsetzen. Das heißt, wenn euch mal so eine Lieblingsfarbe ausgeht, könnt ihr die einfach nachbestellen. Die sind echt super günstig. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Und habt dann eure Lieblingsfarbe wieder da drin. Aber ihr könnt auch so coole Farben, ja, mit einer richtig coolen Qualität vor allem, hier einfach zusammenstellen. Ich habe mir jetzt so hier diese mal ausgesucht. Beziehungsweise zusammengestellt, es gibt ganz verschiedene. Es gibt Matte, es gibt Duochrom, es gibt 3D-Metall. Ja, sehen auf jeden Fall sehr spannend aus. Und ich bin gespannt, was ich da für einen Look raus kreieren kann. Ich gucke hier die ganze Zeit auf den Lippenstift, weil ich mir einfach so eine geile Farbe ausgesucht habe. Auch von WeMakeUp. Guckt euch das bitte mal an. Wie spannend ist das bitte? Ich habe noch nie so eine Farbe gesehen. Ich habe einen blau-grün, so ein bisschen petrolmäßigen, aber einfach mal so ein Himmelblau. Mega geil. Ich freue mich so auf diesen Look. Das wird echt spannend. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, ich würde sagen, wir starten mit den Augen. Alles andere habe ich gemacht. Ich bin mir absolut nicht sicher, was ich für einen Look kreieren werde. Aber wir fangen einfach mal mit einer Base an. Und zwar verwende ich da hier dieses Rosé für. Und gehe einfach mal so hier in meine Lidfalte. Und ihr seht auch, glaube ich, schon, das Pigment ist auf jeden Fall da. Auch für so ein ganz nudigen, leichten Ton. Also die Qualität hat mich echt umgehauen. Ich glaube, Maxim hat auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist eine italienische Marke. Und ja, Qualität stimmt, der Preis stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, was die gerade kosten. Ich glaube, habe ich gesehen über Valentinstag, dass es da ein Angebot gab. Ob das jetzt immer noch ist, guckt mal selber auf die Seite. Ich bin echt gespannt. Ihr seht, ihr könnt die auch richtig geil aufbauen. Die sind ganz pudrig und leicht. Fallout habe ich bis jetzt noch nicht. Ist natürlich auch jetzt so ein matter, schlichter Ton. Aber auf jeden Fall schon mal richtig süß, die Farbe. Ich überlege, was ich hier auf mein... Die Farben sind einfach so speziell. Aber ich muss auf jeden Fall dieses Himmelblau einbauen, damit ich das passend zum Lippenstift habe. Und ich überlege gerade, wo ich mir das hingebe. Ob ich mir das jetzt hier außen... Das ist krass, oder? Ist das krass oder ist das krass? Einfach die Pigmentierung ist übertrieben gut. Also ich bin richtig begeistert. Ich überlege jetzt schon wieder, ob ich mir noch die anderen Farben kaufen soll. Mega gut. Jetzt habe ich so ein bisschen ausgeblendet, dann ist es natürlich etwas schwacher, beziehungsweise vermischt sich hier oben mit dem Rosé. Aber wenn ihr das einfach so auf euer Augenlid presst, ist die Farbe einfach der Hammer. Wow, oh mein Gott, ich sterbe, das ist so schön. Oh, den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht verwendet, außer als Swatch bei Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgen solltet, auch da ist ich Testy Tasty. Dann guckt da auf jeden Fall rein, da kriegt ihr auch mal eine ganze Menge neue Looks und natürlich nehme ich euch immer so mit durch mein Leben. Oh mein Gott, ist das schön, Leute. Ich werd verrückt. Das ist so schön. Oh. Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also so eine Qualität. Krass. Was nehmen wir jetzt noch dazu? Also wir müssen auf jeden Fall hier diesen Duochrom-Ton. Ich glaube, das wird ein totaler Papageien-Look, aber ich möchte einfach irgendwie alles ausprobieren. Ich würde sagen, wir nehmen hier diesen Schimmerton für innen, wobei ich da überlege, ob ich das überhaupt mit einem Pinsel auftrage. Ich nehme mal hier so einen flachen Pinsel. Oder ob ich das tatsächlich lieber mit den Fingern auftrage. Ich versuche es mal mit dem Finger, wie das da... Oh ja, krass. Deswegen sage ich ja immer, Schimmertöne am besten immer mit dem Finger auftragen. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist alles so schön. Oh, ich liebe es. Sieht aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Candy-Look irgendwie. Ich ziehe mir den jetzt auch noch mit hier rüber. Jetzt verblende ich das Ganze dann doch noch ein bisschen mit so einem fluffigen Pinsel, dass das so ineinander übergeht.
ihn am liebsten schon so lassen, aber ich will euch noch die anderen Farben zeigen. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich gucke die ganze Zeit hier in den Spiegel. Ich würde sagen, wir nutzen für unten dann diesen Duochrom-Ton. Ich überlege, ich will gar nicht so ganz dunkel gehen. Oder nehme ich den jetzt hier vielleicht für meinen Lidfalt, diesen lila Ton. Ich guck mal, wie das so aussieht. Okay, auch den muss man wieder mit dem Finger auftragen. Das ist halt bei so Metal Shades und so ganz oft. Oh, wow. Der hat so richtig silbrige Pigmente drin. Mega schön. Aber gar nicht so dunkel, wie er aussieht im Fändchen. Okay, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingspaletten ab sofort, liebe Leute. Wow. Mega schön. Oh, toll. Das sieht so toll aus. Wir müssen aber auf jeden Fall hier noch diesen Türkiston probieren. Und zwar ist das der hier. Ich glaube, das war so ein 3D-Metall, was man sich dort raussuchen konnte. Das gebe ich mir jetzt hier komplett drunter. Ja, okay, also ich sehe schon diese ganzen Metallic Shades und so sollte man tatsächlich besser mit dem Finger auftragen. Ich könnte jetzt auch den Pinsel mal anfeuchten, ob es dann besser wird. Aber ich glaube, ich mache es tatsächlich mit dem Finger lieber. So, ja, ne, ihr seht schon. So hat man einfach immer, man holt so das Beste einfach aus so Schimmershades raus. Gebe ich das auch noch ganz leicht nach hinten ans Auge. Und nehme dann hier so einen Blendepinsel und dann gehe ich doch nochmal in dieses ganz dunkle Petrol rein. Ganz leicht. Und rauche das hier das so ein bisschen aus. Ich rauche. Oh Gott, ich rauche. Nein, ich rauche gar nicht. Ich smoke das so ein bisschen aus. Hört sich ja dann doch ein bisschen mehr Make-up-mäßig an, anstatt zu rauchen, oder? So. Fallout ist schon so ein bisschen da. Aber ich finde, für die Qualität der Farben ist es nicht extrem. Also, sonst hat man das ja schon mal, wenn man sehr viel Pigment hat, dass sehr viel Fallout ist. Aber das finde ich jetzt gar nicht den Fall hier. Das wische ich gleich einfach weg. Und was haben wir denn noch nicht probiert? Okay, wir versuchen jetzt nicht noch grün mit einzubauen. Ich glaube, das wird zu viel des Guten. Ich glaube, für vorne nehmen wir dann einfach nochmal... Was nehmen wir? Wir haben hier noch so eine weiße Shimmershade. Oder wir haben aber auch so einen komplett weißen, neutralen Ton. Den würde ich halt auch super gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das machen wir. Achso, den Shimmer, den nehme ich hier für mein Highlight im Augeninnenwinkel. Sieht man das? Ist gar nicht so genau. In der Kamera kommt es manchmal so anders rüber. Und diesen weißen Ton probieren wir jetzt einfach mal. Ich wollte immer so einen weißen, matten Ton. Die sind so selten in Paletten drin. Okay, der haut mich jetzt nicht um. Ich denke, wenn man das vielleicht auf einer Base oder so einfach mit drauf gibt, dass es ein bisschen mehr wird. Ich würde dann tatsächlich, glaube ich, nochmal hier diesen Rosé-Ton nehmen, diesen schimmrigen Rosaton. Ja, und auch den muss ich wieder mit der Hand auftragen. Wow. Blend mir das Ganze hier so ein bisschen rein. Jetzt wischen wir mal hier das Fallout weg. Okay, also man sieht, dass der schon ein bisschen dunkler wird hier, dieser Türkiston. Also der lässt so ein bisschen an Intensivität, nach. So. An Intensität, nicht Intensivität. So, deswegen gebe ich das einfach nochmal mit drüber, ein bisschen, um den Look so ein bisschen abzurunden. Vielleicht war das auch dieses Lila, was wir da noch drüber gegeben haben. Das kann es auch gewesen sein. Bin mir da jetzt nicht so sicher. So, sieht das Ganze doch schon viel, viel schöner aus. Jetzt klebe ich mal ganz kurz Lashes und dann kommen wir zum Lippenstift. Jetzt gucken wir uns mal den Liquid Lipstick an. Okay, der kommt mit so einem Präzisionsbürstchen. Heißt, der ist so ein bisschen abgerundet. Ich habe jetzt einfach mal so eine Lippenfarbe, hautfarbene Kontur gezogen, weil ich einfach keinen Liner dazu hatte. Okay, jetzt kommen wir. Ah, der riecht so ein bisschen süßlich. Wow, ist das krass, Leute. Oh mein Gott. Oh, ich fühle mich gerade richtig. Also der ist auch super deckend, ne? Für einmal auftragen.
Das hat schon ein bisschen Präzision erfordert, das aufzutragen, aber wie krass ist das wirklich? Ich hatte noch nie so einen geilen Lippenstift. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Wow, ich bin echt verliebt. Krass. Der ist so schön. Also es sieht schon krass aus, gerade wenn man so spricht und innen drin ist es auf einmal dunkler als außen. Aber irgendwie sieht es geil aus. Irgendwie erinnert mich das an so ein, ich weiß es nicht. An so ein Himmelwölkchen blau, keine Ahnung, macht mir mega gute Laune auf jeden Fall. Ich finde es richtig cool, ich habe schon einen 10. Der trocknet so ein bisschen matt weg, also es dauert schon so ein Minütchen, sage ich mal, bis der so getrocknet ist oder zwei. Aber ich lasse es mal kurz noch ein bisschen länger antrocknen. Wir gucken mal, wie sich die Farbe, ob die sich verändert oder ob die bleibt. So, tatsächlich bleibt der so, also der oxidiert nicht, der bleibt tatsächlich in dieser Farbe. Beim Lidschatten ist es so, dass der ein bisschen einen Tacken dunkler wird, einfach als er im Fändchen ist, beziehungsweise beim Auftrag ist. Ich könnte es gerne mal vergleichen kurz, hier so am Auge und hier dieser türkisfarbene ist einfach ein Tacken dunkler, aber auch ein Tacken alltagstauglicher, sagen wir es mal so. Ich bin mega begeistert, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde, es macht so Spaß, dieses Make-up. Richtig geile Qualität, also macht echt Laune, damit zu arbeiten. Vielleicht kennt ihr die Marke ja auch schon, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, verlinke ich euch jetzt zwei neue Videos, wo ihr gerne reinschauen könnt und natürlich mein Abo-Knöpfchen drücken könnt, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein werdet. Und ich freue mich bis zum nächsten Video, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Ich sage tschüss, bis dahin, eure Laura.